Hallo, hier bin ich wieder mit dem dritten Teil der Ziehung der Tarotkarten für die Sternzeichen Schütze bis Fische. Aus der großen Arkana mit der Zusatzkarte für die Novemberwoche vom 6. bis 12. November 2017. Ich starte mit der Tarotkarte für den Schützen. Deine Tarotkarte, lieber Schütze, ist der Herrscher. Bisher bist du pragmatisch und methodisch vorgegangen. Du hast ein klares Konzept für deine Wünsche und Vorstellungen. Nun sollen sie Wirklichkeit werden. Wenn das bislang nicht gelungen ist, warst du zu sehr auf Sicherheit bedacht. Bleibe sachlich und konsequent, dann wird dir dein Vorhaben gelingen. Das bestätigt auch deine Zusatzkarte, nämlich der König der Schwerter. Zeige deine Persönlichkeit, geistreich und charmant. Dein Wissen und dein Instinkt zeigt dir die Bereitschaft zu unaufdringlichen Ratschlägen. Man erkennt deine Versiertheit und dass du deine Sache verstehst. Der Erfolg steht vor deiner Tür. Zum Steinbock. Deine Karte ist die Hohepriesterin. Du hast bisher einen passiven und zurückhaltenden Eindruck hinterlassen. Du weißt aber auch, dass die Stunde des Handelns noch nicht gekommen ist. Du wirst feinfühlig und überlegt. Zeige es den anderen, zeige deine Fähigkeiten und warte weitere Entwicklungen ab. Deine Zusatzkarte ist die Königin der Schwerter. Zeige, wie ideenreich und freimütig du bist. Vertrete deine klare und unabhängige Meinung. Sei diplomatisch und wahre die Distanz. Wenn nötig, zeige auch mal die kalte Schulter. Zum Wassermann. Deine Tarotkarte ist die Welt. Erkenne, dass du vor dem entscheidenden Schritt stehst, der dich zur glücklichen Vollendung dessen bringt, was du dir vorgenommen hast. Lasse alle Zweifel hinter dir, denn du bist auf dem richtigen Weg, auf dem Weg zum Erfolg. Deine Zusatzkarte ist die Königin der Münzen und sagt dir, dass du zurzeit etwas ausbrütest, was dir dann aber einen festen Platz in deinem Leben bringt. Du bist offen, aber kritisch über Impulse und Ideen anderer und prüfst diese auf Wirklichkeit und Machbarkeit. Die Königin der Münzen verkörpert eine Sinnesfreude, die dir einen warmen und lebensfrohen Ausdruck verleiht. Zum Schluss die Fische. Deine Tarotkarte ist das Gericht. Du sehnst dich nach Freiheit und nach der Gewissheit, authentisch zu leben. Gerade hast du einen wichtigen Schritt getan und besondere Aufgaben zum glücklichen Abschluss gebracht. Nun kannst du befreit aufatmen. Deine Zusatzkarte ist der Bube der Schwerter. In Kürze erwartet dich eine gute Chance. Geh dieser bereit entgegen und zeige deine Risikobereitschaft und hab keine Angst, dass du dieser nicht gewachsen bist. So, meine Lieben, das waren die Ziehungen der Tarotkarten für die Sternzeichen im November. Ich hoffe, dass ihr Unterstützung für eure Lebenssituation finden konntet. Und solltet ihr aber mehr wissen, wollt ihr mehr wissen, dann ruft mich einfach an. Dann kann ich speziell
für euch in die Tiefe gehen und euch raten. Herzlichst, eure Deria.